Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze hier heute mit Frau Janina. Nein, Janina Use. Das ist doch nicht schlimm. Aber man sagt Janina Use. Ja. Ne? Es ist schon schwierig, auch für einen Außenstehenden zu wissen, jetzt, ob es Janina oder es ist Janina nicht schlimm. Ist. Also meine Eltern haben halt gedacht, das ist ein bisschen cooler. Ich weiß auch nicht, was. Ist es auch. Ja? Es ist super cool. So, wie ihr hier sehen könnt, sitzen wir hier auf einer Couch. Wir werden jetzt nicht stundenlang rummachen, sondern wir werden uns schminken. Aber nicht einfach nur so, sondern, yippie, es ist die erste Challenge auf meinem Kanal und ich freue mich ganz besonders, dass diese wunderschöne Frau neben mir sitzt. Noch ist sie schön. Noch, ja, du bist vor allen Dingen mega schön, weil Janina kommt gerade vom Arbeiten, ich offensichtlich nicht. Und sie ist deswegen noch sehr, sehr schön geschminkt. Wir werden uns gleich komplett abschminken, weil wir werden die No-Mirror-Make-Up-Challenge machen. Wir schminken uns jetzt ab, präparieren hier alles und dann geht's los. Ja, die Janina braucht ein bisschen länger, um abzuschminken. Die hat auch mehr drauf. Jetzt geht es also eigentlich wirklich los. Ja. Die Challenge heißt No Mirror Make-Up Challenge. Und wir werden uns jetzt in 4 Minuten komplett schminken, ohne Spiegel. Ich habe gerade gesagt, wir machen jetzt natürlich keinen All-Natural-Look. Das wäre ja langweilig. Wir machen Red Carpet. Ja. Wir machen richtige, schöne, dramatische, richtige Drama-Look, sag aber ich mal. Wir müssen auch ein paar Sachen festhalten. Ne? Was muss denn definitiv dabei sein? Weil jeder schminkt sich ja anders. Also es muss ein Make-up, also getönte Tagescreme oder Foundation. Ja. Das muss dabei sein. Ja. Dann Wimperntusche muss dabei sein. Ja. Rouge muss dabei sein. Eigentlich auch so ein bisschen Contouring, sag ich mal. Ja, also bei mir ist das so. Ja, okay. Augenbrauen. Und ich bin jetzt zum Beispiel schon bei 6. Ich bin bei 4. Achso, du hast Contouring mitgezählt, ne? Dann sagen wir nochmal Lippe. Ich habe extra Lippe. 2 mitgebracht. Oh, ich werde dann gleich aussehen wie ein Clown, weil ich mache ein dramatisches Augen-Make-up. Und Lidschatten muss auch sein. Tatsächlich. Oder Lidschatten, oder? Okay, also wir sagen, wir setzen Fokus entweder oder. Entweder oder, genau. Krass. Sagt jemand auf die Plätze, fertig, los und dann geht's los, oh Gott. Auf die Plätze, fertig, los. Okay. Kann man zwischendurch... Oh Gott, es ist voll asozial. Es ist vollkommen, also es fängt jetzt schon an, asozial zu sein. Ich habe direkt viel zu viel drauf gemacht, ich war übermütig. Ach du Scheiße, ist das eklig. In Make-up auftragen bin ich sehr gut. Du musst es auf dem Handrücken machen. Du musst das auf dem Handrücken. Mach ich doch. Ja, du hast aber vollkommen recht, dann läuft es auf jeden Fall nicht gut. So. Oh, du bist schon ganz wieder scheiße. Okay. Wie lange noch? Das frage ich jetzt alle 10 Sekunden. Oh, es ist schon 1 Minute. Hör auf! Ernsthaft? Das schaffen wir nicht. Wir müssen auf 6 Minuten erhöhen. Nein, das geht nicht. Das ist doch die Challenge. Oh, hier ist ein Spiegel. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich meine Concealer hingemacht habe. Ich mach als allererstes meine Augenbrauen, weil das ist super wichtig. Ach du Scheiße. Okay. So. Ich fang richtig an. Ich weiß gar nicht, wie viel ich auf dem Pinsel habe. Warum mache ich meine Augen dabei zu? Ich glaube... Was machst du denn zuerst eigentlich? Ich kann nicht zu dir gucken, das nimmt Schaden. Oh Gott, Alter. Ich habe ja so Schockmieder, die muss ich ganz kurz. Ich weiß überhaupt nicht, wie viel ich auf dem Pinsel habe. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. So. Ich glaube, es ist ganz katastrophal schrecklich. Ach, man muss Lidschatten, hast du gesagt, ne? Ich will nicht. Oh Gott. Ich mach mal bitte an. Oh, nein, hör auf! Warte, guck mich mal bitte an. Was ist? Hör auf! Ich mache jetzt hier so eine leichte Lidfalte. Du siehst so schön aus. Warte, jetzt wieder ein Lidstrich! Oh, ach, Lidstrich muss ja auch noch, ne?
Ach du Scheiße. Wo setzt man an? Also den Rubin Ich setze völlig falsch an. Ich merke, dass ich falsch ansetze, aber ich kann es nicht kontrollieren. Scheiße, ich gucke, wie viel überhaupt liegt. Ah, gut! Warte mal, ich mache jetzt erstmal Contouring. Wie lange noch? Eine Minute jetzt noch. Oh, ich bin gut super in Time. Toll, kann ich mich da nicht mit meiner Augen. Das hier ist ein Contouring. Jetzt mache ich noch meine Nase so ein bisschen hier. Oh, das muss ich auch noch machen. So. Jetzt mache ich hier oben noch ein bisschen. Jetzt kommt hier unter die Augenbrauen ein schöner Highlighter. Highlighter? Müssen wir Highlighter auch machen? Naja, ich will ja gewinnen, ne? Ich habe auch einen Highlighter hier. So. Jetzt haben wir hier noch so ein schönes Augenbrauen-Gel. So. Oh, das war ein bisschen viel. Ah, das habe ich auch noch. Jetzt kommt Rouge. Ich trage jetzt Rouge an. Ah! Du musst halt, warte mal. Die Lippe. Und die Lippe. Noch abpudern. Schnelle Kontur. Ich schaffe noch die Lippe. Hä? Eins. Boah, das ist ja gemein. Warte mal. Oh. Aber die Lens geschmückt ist wie so ein Schmuck. Scheiße, ich male über. Was mache ich denn jetzt? 8, 7, 6, 5. Warte. Ja. Fertig? 2, 1. Ich habe Wimperntusche vergessen. Nein, ich habe Wimperntusche. Scheiße. Ich glaube, ich habe verloren. Ich habe Wimperntusche echt vergessen. Scheiße. Ich sehe ganz schlimm aus. Du siehst echt noch krass gut aus. Ich glaube, du hast gewonnen. Das will ich jetzt so nicht sagen. Nein, du hast eine sehr schöne Foundation. Ist die Foundation schlimm? Nein, die ist super. Die ist super. Das ist wirklich das Einzige, was gelungen. Ich habe es reingedreht. Deine Hose ist okay. Alles gut. Aber deine Augenbrauen... Ich habe gesagt, ich kann die Farbe nicht einschätzen. Ich wusste überhaupt nicht, wie viel auf dem Bild ist. Aber sieht sehr süß aus. Sieht so ein bisschen aus wie Karneval. Ist es eine Statement-Augenbraue? Ja. Oder? Nennt mich ab jetzt einfach Kara. Alter, hör auf. Sag mal, was ist da denn los? Wie kann ich das? Du siehst total gut aus. Naja, also. Was ist denn mit meinen Lippen los? Vielleicht sollten wir noch mal eine schöne Nahaufnahme machen. Auch wie der Highlighter hier über meiner Lippe ist. Das ist ganz großartig. Oh, hör doch auf! Hör doch auf! Was machst du denn? So müssen wir es gleich rausnehmen. Das ist die nächste Challenge, die ich mit dir mache. So, Freunde der Sonne und des guten Geschmacks. Ich schäme mich einfach zu sehr, jetzt noch weiterhin mein Gesicht zu zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Daumen hoch, Kommentar, alles, was das Herz begehrt. Und Janinas Kanal verlinke ich euch noch in der Infobox. Schaut da auch vorbei, weil da gibt es Backstage-Material zu diesem wunderbaren Dreh. Ist auch sehr, sehr lustig. Ja, ja, ich würde sagen, Statement, Augenbraue und Lippe, ade. Die OP. Ciao. Ciao.